Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen immer noch in Burlington im American Truck Simulator. Und schauen wir gleich nach, was für Fahrten wir haben, welche Fahrt wir gleich nehmen. Aber eine Frage, die ich vorher stellen möchte, die mir gerne in den Kommentaren beantworten könnt: Soll ich auch im American Truck Simulator eine Wintermod reinpacken oder soll ich keine Wintermod reinpacken und das beibehalten, wie es ist? Oder soll ich, je nachdem, wie es im Bundesstaat zu dem Zeitpunkt aussieht, wo wir dann gerade hinfahren, soll ich dementsprechend dann entweder eine Mod einfügen, die Schnee und Winter reinbringt oder halt eben nicht? Das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren beantworten, wie ihr das gerne hättet. Oder wie ihr das seht. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise hier geht von Burlington aus. Burlington scheint auch noch möglich zu sein. 781 von 1000. Und dann können wir von der Bunchel Farm, von der Bunchel Farm, können wir dann Christmas Confectionery zum Town Square, beziehungsweise zum Christmas Market fahren. Sind dann roundabout 52 Meilen, zumindest in der Overworld. Oder wir sind sogar fast in der Nähe. Wir sind nur beim, ja, 8 Meilen entfernt. Let's go. Bei anderen Firma für Farm Equipment, bei Sunflower Crops, eins von beiden. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie jetzt dann die Bezeichnung für war. So, 35 dürfen wir fahren. Ein Canberra's T680, war das das? es ist einfach schon wieder lange her. Aber ich meine, dem war so. Nein, ich möchte gerade keiner Gruppe joinen. Ich kann mir überlegen, ob es halt Sinn macht, jetzt schon in der Dings Gift Rotation Group zu joinen. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Dem Gelände. Das war ein bisschen spick jetzt gewesen, ne? Da vorne steht unser Trailer. Es ist aber auch hell im Rückspiegel, auch in den Seitenspiegeln, in den digitalen Seitenspiegeln. Dann wollen wir mal los, uns ein Portal aussuchen. Gut, das nächste ist hier vorne. Da fahren wir mal zur Waage, zum Portal bei der Waage, 29 Meilen. Ich finde immer noch, dass der, ich sollte reingehen, dass der Truck echt nice aussieht. Man erkennt gar nicht, dass er gar nicht wirklich nur schwarz ist in der Nacht. Das kam spät. Das Bing Bing Bing. Raus von dem aufgesetzt. Ja, blinken wollte ich jetzt gar nicht. 4.300 bekommen wir dafür.
Habe ich glaube ich schon gesagt, ich weiß es nicht mehr. Stay left. Und dann geht's kurz auf die Interstate. Bevor wir dann. Ein bisschen Gas gibt es bis auf 65 beschleunigen. Das war echt nur kurz der Abschnitt von der Interstate auf Interstate. Ich bin mal gespannt, wo wir dann die Reise im nächsten Video geht. Wo die Reise hingeht. Denn da kommen wir echt überall in der Overworld, wie es hier bei diesem Event immer nenne. Kannst du überall hingehen. Können wir in Kalifornien landen, können wir in Kansas landen, können wir in Washington landen, können wir in Montana landen. Und sonst wo. Das wäre ja witzig, wenn wir jetzt sogar hier auf der Waage sollen. Wow. Okay, ich möchte es ausprobieren. Ich werde die Waage umgehen. Ich möchte ausprobieren, ob man die Waage umgehen kann. Also, ich meine, wir müssen sowieso hier raus. Wir müssen ja nicht prinzipiell die Waage. Aber mich würde interessieren, ob wir dann, wenn wir durchs Portal sind, ob wir dann Strafe zahlen. Einfach just for fun. Wir müssen ja nach hier hin. Okay, let's find a new route. Wenn ich mir so anschaue, wie das gerade da gewesen ist, dann würden wir wahrscheinlich Strafe bekommen, weil die Waage war ja sogar noch vor dem Portal, also das Portal war ja dahinter, deswegen hätte man das auch machen können. Okay, haben wir was bekommen? Who knows? Es sind auf alle Fälle 28 Meilen zum Town Square. War ich hier schon? Ne, hier war ich noch nicht, ne? Doch, waren wir schon. Also sind wir durchgefahren, wahrscheinlich haben wir es dadurch aufgedeckt. Das Navi ist ja, glaube ich, jetzt wieder nicht funktionstüchtig, ne? Dann machen wir es mal so. Okay, here we go. Hoppla. Und jetzt wird es wieder zurück. Drive safe. Wobei in diesem Fall ist es ja nicht notwendig, es ist ja eigentlich eher notwendig, interessant zu wissen, gut zu wissen für ETS 2, wo ich ja im Mercedes einfach kein eingebautes Navi habe. Aber halt, okay, ich merke gerade, das macht halt auch gar keinen Sinn, da wir kein Navi haben. Kein eingebautes Navi, ist es halt auch richtig fail, da das Gesabbel zu haben. Aber okay. Get ready to turn right. Vielleicht kaufe ich mir dann im morgigen Video noch vorher nochmal ein Navi und baue es ein. Turn right. Damit es ein bisschen passender ist. Wahrscheinlich oben ist wahrscheinlich auch hier eine Eisenbahnbrücke, oder? Ich habe noch nie mehr so viel angeguckt. Aber es wirkt so, ja. Dann fährt auch der Polar Express entlang. Oder der Winterland Express, ich weiß gar nicht, wie der Zug hier heißt, der hier durch die Gegend dampft. Aber ja, genau, also ja, das neigt sich ja schon wieder krass dem Ende zu. Ja gut, das fahre ich vielleicht nicht im heutigen Video, das fahre ich im nächsten Video, das fahre ich morgen.
Im morgigen Video frage ich das. Wenn ich dran denke, natürlich. Wobei ist ja sogar schon wieder zeitlich passend, so. Das Video kommt am 29. raus. Ich glaube, wir haben heute den 28. Dann mal kurz gucken. Ja, wir haben heute den 28. Wo ich es aufnehme, das heißt, wir kommen am 29. raus. Werde ich dann gleich nochmal bearbeiten, aber eventuell werde ich vorher noch in Never mit reingehen. Bevor ich das mache. Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist. Da ich es heute Morgen schon gemacht habe. Aber. Dann bearbeite ich fix das Video hier und dann. Mal schauen, was ich hier mache. Mich würde ja interessieren, ob für dieses Event durch die Viewpoints, durch die 5 Viewpoints, die, ne, 4 Viewpoints ist ja glaube ich nur, ne? Das waren nur 4, nicht 5. 1, 2, 3, 4, okay, es sind 5. Ob es für die auch Steam Achievements gibt. Ich meine, es sind ja Unique Achievements so gesehen. Beziehungsweise Unique Viewpoints. Die ja nicht das ganze Jahr über da sind. Wow. Das könnten wir ja sogar prinzipiell hier reinschaffen. Die Frage ist nur, wir müssen von der anderen Seite kommen. Also sind wir jetzt schön durch die engen Kiste durchgefahren. Oh, hier ist sogar ein Podium. Podium. Ein DJ-Set. Das ist mir noch nicht aufgefallen bisher. Ja, wir machen mal einen großen Bogen hier. Ja, ist ja gut. Ich muss ja nicht immer so einen Sharp Turn machen wie in ETS 2. Vor allem, weil wir hier noch die Schnauze noch haben. Die längere Schnauze. Wieder ein bisschen zu früh gehalten. Da würde ich sagen, laden wir ab. Ausgezeichnet. Christmas Confectionery von Burlington nach Town Square geliefert im Winterland. Gefahrenstrecke 68 Meilen, dauert 13 Minuten. Ich glaube, das ist das kürzeste Video. Das kürzeste Event-Video ever. Verbraucht der Kraftstoff 10,4 Gallonen. Erledigte Trucks-Erträge 146 im American Truck Simulator. $4,228 gab es dafür und 125 Erfahrungspunkte. Und da haben wir es gesehen. 5 von Aufliegerschaden. Wie das denn jetzt? Genau, 5 von 15. Das einzige, was uns noch jetzt fehlt hier in dem Fall, ist Snowy Peaks. Nee. Doch. Christmas Market waren wir, bei Marigolds waren wir, bei North Star waren wir, bei Rudolph's Craft waren wir. Das einzige, was noch fehlt, ist das Mountain, der Mountain Resort Market. Chris, hier. Ne? Snowy Peaks. Die sich hier befinden. Da müssen wir noch einmal hin. 5 von 15, ein Drittel durch. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Christmas Winterland Event Video wieder. Tschüss.